Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück in Enderal. In der letzten Folge haben wir ein eigenes Eigenheim gekauft, das ist dort hinten im Adelsviertel. Und wir haben versucht, Max Schönenbutus zu finden, der jetzt aber leider schon auf dem Weg nach Kyra ist, sodass wir leider nicht die 10.000 Goldtaler bekommen haben als Belohnung. Naja, was soll's. Ich wollte eine neue Mission machen, die befindet sich hier bei Mirella in der kleinen Alchemistenstube. Und dafür muss ich jetzt mal reingehen. Ich verstehe euren Aufruhr, Mesdames. Aber dennoch, derzeit kann der Orden keinen einzigen Hüter für die Suche nach einem wegelosen Ketzer entbehren, richtig? Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint. Wisst ihr was? Ihr solltet euch schämen, allesamt. Als ich jung war, hat es noch etwas bedeutet, Hüter oder Hüterin zu sein. Aber ich schätze, diese Zeiten sind vorbei. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ha! Da gab es wohl keine Auseinandersetzung. Hm? Was? Ich habe eure Auseinandersetzung mit dieser Hüterin mitbekommen. Beschäftigt euch etwas? Ach, ob mich etwas beschäftigt? Lass mich mal nachdenken. Ja, nämlich, dass sich der Heilige Orden, seit dieser Arantheal wieder die Zügel in der Hand hält, mehr für irgendwelche pyräischen Ruinen interessiert als die Bürger dieser Stadt. Schon wieder Rattenhäuten. Wer kommt denn darauf, verzeiht, das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ach, egal. Ich muss weiter. Wartet, vielleicht kann ich euch ja helfen. Ich komme viel herum. Ach, was? Nein. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber das wäre zu gefährlich. Das wäre eine Mission für einen Hüter gewesen. Aber die sind ja zu beschäftigt, damit ihre Rüstungen zu polieren. Glaubt mir, ich weiß mich zu verteidigen. Ach je. Na schön, wer bin ich, eine helfende Hand zu sabotieren? Ich vermisse jemanden. Und das nicht im übertragenen Sinne. Meinen Sohn. Meinen einzigen. Mein Beileid. Was ist mit ihm geschehen? Es ist kompliziert. Ist euch die Bruderschaft der Chor ein Begriff? Nicht direkt, nein. Verstehe. Dann seid ihr wohl noch nicht so lange in dieser Stadt. Die Bruderschaft der Chor waren Wegelose. Ketzer würde der Orden sie nennen. Sie dementierten die Göttlichkeit der Lichtgeborenen und beteten stattdessen zu irgendeiner barbarischen Gottheit namens Chor. Am Anfang hat man sie verspottet. Aber dank ihres Anführers und dessen Talent, verirrte Seelen mit seiner Ideologie zu verpesten, konventierten immer mehr und mehr Arker, gerade Oberstädter, zu dem Kult. Unter anderem mein Sohn, Rukas. Ich weiß nicht, wo ich als Mutter versagt habe. Viermal die Woche bin ich mit ihm als jungen Burschen zur Messe gegangen und habe ihn stets von schädlichen Einflüssen ferngehalten. Mädchen, Jungen, ihr versteht schon. Aber scheinbar war das nicht genug. Er war einer der Ersten, die konvertiert sind und dieses alberne Gelübde abgelegt hat. Und dabei ist er noch keine 20 Winter alt. In manchen Belangen ist man als Älter wohl einfach machtlos. Was für ein Gelübde hat er abgelegt? Ein Schweigegelübde. Und jetzt fragt mich nicht nach dem Warum. Es hat irgendetwas damit zu tun, dass die Chor wohl glauben, dass Sprache den Verstand verdirbt. Irgendein wegeloser Unfug eben. Ich verstehe. Und wo sind diese Chor jetzt? Das ist das erste Mal, dass ich von dem Kult höre. Ja, weil der Orden sie, Malfas sei Dank, vor einer Weile aus Ark verbannte. Traf sich aber scheinbar ohnehin ganz gut, weil irgendeine ihrer Seherinnen wohl kurz davor eine Vision hatte von irgendeiner Insel im Roten Meer bei Dünenheim. Tja, und da sind sie hingegangen und haben eine kleine Siedlung dort gebaut, vor jetzt gut 5 Wintern. Rukas mit ihnen. Und seither habt ihr nichts mehr von ihm gehört? Nein, nichts. Aber natürlich wollte ich wissen, wie es um ihn bestellt ist. Und deshalb habe ich jeden Mond einmal einen Myradenwärter bezahlt, die Insel zu überfliegen und sozusagen nach dem Rechten zu sehen. Und jetzt kommen wir auch dem Ursprung meiner Sorge näher. Seit 3 Wochen ist die Insel wie ausgestorben. Kein Lebenszeichen mehr.
Und deshalb wolltet ihr, dass der Orden dort nach dem Rechten sieht. Gut, ich werde mir diese Insel einmal ansehen. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Und wenn ihr Rukas findet, soll das nicht zu eurem Nachteil sein. Darauf habt ihr mein Wort. Ich meine, ich will doch einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Wegelosigkeit hin oder her. Er ist mein Sohn. Naja. Sprecht am besten mit dem Myradenwärter im Südviertel. Er kann euch sicherlich in der Nähe des Dorfes absetzen. Ich werde in meinem Laden sein. Okay. Gestartet. Die Bruderschaft der Chor. Mesdames. Stellen Sie den Miradenturm und sprechen die Miradenwärter darauf an. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Ist euch dein Name Rukas ein Begriff? Von Mirella Göttertrunks Gesuch erzählen um Passage. Die alte Göttertrunk, meint ihr? Dann hat sie tatsächlich jemanden gefunden. Ja, ich denke, dass ich euch zur Insel bringen kann. Aber seid vorsichtig, in Ordnung? Ich meine, aus der Ferne Knochenreißer dort gesehen zu haben. Ah, die Dinger sind stark. Knochenreißer und Knochenzerbrecher. Meint das gerade, ja. Schade. Also, da hinten ist die Insel. Und da hinten scheint... Ja, also wir sind jetzt da hinten. Da hinten ist auch Dünenheim. Optional die Insel der Chor nach Hinweisen über das Schicksal der Kultisten durchsuchen, einen Weg finden, um das Gemeinsam zu gewinnen. Boah, ich sollte meine Waffe ausrüsten, das wäre ganz gut. Hätte ich vorher auch noch ein bisschen verkaufen sollen. Knochenzerfetzer. Waren es nicht Knochenreißer und Knochenzerbeißer, sondern Knochenzerfetzer und Knochenreißer. Die Knochenzerfetzer sind ein bisschen schwächer. Und die Knochenreißer, die waren echt heftig. Die waren richtig stark. Oh, tote Hühner. Oh nö, wieso? Also ich denke mal, das hier ist das Gemeindehaus. Jedenfalls würde die magische Barriere darauf schießen. Obgleich nichts Physisches von der Tür euch zu trennen scheint, stößt eure Hand auf eine Barriere, wenn ihr die magischen Witze zu durchdringen versucht. Notiz an Sidon.
Sidon, wenn du das liest, und ich hoffe inständig, dass dies der Fall ist, weil es bedeuten würde, dass du wieder zu Sinnen gekommen bist, heißt das, dass Kor uns bereits in seine Arme gerufen hat. Die Barriere soll verhindern, dass die Biester aus Dünenheim unseren heiligen Ort verwüsten. Aber auf den Amuletten unserer beiden toten Schwestern dürftest du die heiligen Worte finden. Bitte, Sidon, komm zu uns zurück. Kors Liebe durchflutet dich nach wie vor, von Kopf bis Fuß, jeden Winkel deines Körpers, deiner Knochen, deines Herzens. Ich spüre es einfach und seine letzte Umarmung wird glorreich sein. Das ist gruselig. Ich gehe mal zuerst hier diese umliegenden Häuser durchsuchen, dann schaue ich mal, ob ich da rein kann. Die Wand sieht extrem dunkel aus im Gegensatz zu den anderen. Ist da was drin? Ja. Bögen verursachen 8% mehr Schaden. Nicht schlecht. Ist hier was drin? Brief der Kor. Bruder Soliris, 13. Sternsommernacht, 8231 nach Sternfall. Wie soll ich mein Glück in Worte fassen? 4 Tage ist es her, dass die Urella ihre Vision von der Insel hatte. Nur wenige Tage davor hatten uns die Heuchler des Ordens aus der Stadt geworfen. Unser Glaube sei Ketzerei und Frevel vor dem Herrn. Kors Liebe sei Dank erzählte uns die Urella, beschämt von ihrem Traum. Skurril, nicht? Sie schämte sich, dabei war es doch eindeutig. Kor hatte durch sie gesprochen, um uns den Weg zu unserer neuen Heimat zu weisen. Noch am selben Tag zogen wir los, um unsere Zuflucht ausfindig zu machen. Wie erwartet verspotten uns die Dünenheimer, eine solche Insel gäbe es nicht. Selbstverständlich lagen sie falsch. Kam hatte uns ein Fischer, natürlich gegen Sold, wer in dieser Welt würde schon etwas umsonst tun, ein paar Meilen vor die Küste gebracht, sahen wir die Silhouette unserer neuen Heimat. Da lag sie im Sonnenuntergang, Schneewassersand, die Palmen sanft im Wind wehen. Insula Coris, Kors Insel. Ich werde ihre überraschten Gesichter nie vergessen. Die Insel begrüßte uns mit frischem Holz, Nahrung und perfektem Wetter. Binnen 2 Tage waren erste Behausungen errichtet und wir machten uns an den Bau des Gemeindehauses. Auch die magische Barriere, die uns vor bösen Mächten und Knochenreißern beschützen soll, funktioniert wie geplant. Scheint, als wäre der Arkanist sein Geld wert gewesen. 13 Brüder und Schwestern zählen wir an diesem Tage und 13 werden wir sein, wenn wir uns hier zu Grabe legen und unser Geist in Kors endlose Liebe übergehen wird. Ich werde mal hier kurz ein bisschen schlafen, weil es einfacher ist, die Insel bei Sonne zu erkunden. Die 5 Offenbarungen Kors. Ich versuche die mal zu lesen. Erstens. Alles Irdische ist eine Illusion, geschaffen von dem Demiurg. Der Demiurg ist grausam, die Lichtgeborenen seine Marionetten. Kor jedoch ist bedingungslose Liebe, rein und ungetrübt, und diese Liebe wollen wir erfahren. 2. Nur wir selbst können uns aus den Fassaden dieser Welt befreien. Aus den Fesseln dieser Welt befreien. Jenes kann nur der erlangen, der einen reinen Geist hat. Die Erlangung dieses reinen Geistes und das Loslassen von allem Materiellen ist, wird das Sakaoa genannt. Ist echt so schwierig zu lesen, weil es so pixelig ist. 3. Sinnesfreuden und Nahrung, Spiel oder körperliche Gelüste werden Kutra genannt und sind dem Sakor nicht dienlich und sind sie doch Instrumente des Demiurgen, um uns an diese Welt zu binden. Entsorge also dem Katra bis auf Notwendigkeit. 4. Die Sprache ist die mächtigste Waffe des Demiurgen, um uns von Korsiebe fernzuhalten. Sprache ist getrieben von Impulsen und Gefühlen und beruht nicht auf Reflektieren und Meditation. Schweige, um dein Sakor zu stärken.
weil ich nicht sagen kann, ob das jetzt Sakura oder Sakawa ist. Fünftens. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt gleichgesinnter Jünger ist ein wertvolles Gut und kann den Weg zum Sakura erleichtern. Liebe deine Brüder und Schwestern, lerne mit deinem ganzen Herzen. Also, liebe deine Brüder und Schwestern mit deinem ganzen Herzen und Kursliebe wird dir sicher sein. Okay. Perfekt zum Sonnenaufgang. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass diese Spinne extrem nervig ist und sie ist extrem stark. Nein. Ich will da an die Schatulle ran. Granatstein, nehme ich. So, der zweite Brief der Chor. Schwester Direda, 21. Sternsommernacht 8231 in der Sternfall. Hier sitze ich, Feder und Papier, die einzigen Freunde, mit denen ich meine Sorgen teilen kann. Es ist die Insel. Schon nach dem Traum war ich beunruhigt über die seltsamen Bilder. Ja, ich habe die Insel gesehen und ja, mit ihren weißen Stränden und dem fruchtbaren Boden wirkte sie wie der Himmel auf Erden. Aber dennoch, da war etwas anderes. Soliris deutete meine Zurückhaltung und Schüchternheit, aber das war es nicht. Es war Unbehagen. Selbst als ich ihm später davon erzählte, wollte er jedoch nichts davon wissen. Er ist überzeugt, dass es Kor war, der mir die Vision gesandt hat. Es ist unser Schicksal, hier zu leben, bis wir in sein Reich übergehen. Aber bin ich denn die Einzige, die es spürt, die es sieht? Etwas Haustier, und wenn das Kors unendliche Liebe sein soll, bin ich die goldene Königin. Dieses Flüstern im Wind der Palmenblätter, das Brennen auf meiner Haut, wenn ich in die Sonne trete. Und ja, vielleicht bilde ich mir das ein, aber was ist mit den Fratzen auf den Wänden? Rago sagt, es ist eine einfache Verfärbung des Holzes, aber bin ich denn die Einzige, die darin Gesichter sieht? Dennoch, mir sind die Hände gebunden. Mit jedem Tag, der vergeht, scheint Soliris mehr in eine fast unheimliche Glückseligkeit abzugleiten. Er ist fest davon überzeugt, dass wir unsere Bestimmung gefunden haben. Fort. Wir müssen hier fort und das so schnell wie möglich. Aber im Augenblick bleibt mir nichts anderes als zu warten. Kostliebe wird mir den Weg weisen, so wie es damals getan hat. Interagieren seltsame Büste. Eine Büste. Die Maske wirkt seltsam, lebendig. Ob es sich um die Gottheit des Kultes, Kor, handelt? Geht die Sonne auf. Na, warten. Büste. Dritter Brief der Chor. Da.
Das Bündel Papiere scheint eine Art Schriftaustausch der Kor gewesen zu sein, die sich ihre Schweigegelübdes wegen wohl anderer Wege der Verständigung hatten ausdenken müssen. An den unterschiedlichen Handschriften könnt ihr die beiden Gesprächspartner erkennen. Die Dokumente sind auf die 25. Sternensommernacht datiert. Ja, sie ist seltsam in letzter Zeit, aber mach dir keine Sorgen. Sie braucht Zeit, sich an all das hier zu gewöhnen. Du weißt doch, wie sehr sie an Ark gehangen hat. Mag sein, aber was ist mit dem, was sie erzählt? Das Flüstern, diese Fratzen in ihrem Zimmer. Fängst du jetzt auch noch damit an? Das sind Flecken, Verfärbung, weiter nichts. Meinst du wirklich? Ja. Ich muss dir etwas sagen, Rukas. Ah, da ist ein Sohn mit dabei. Darf ich? Was soll die Frage? Natürlich darfst du. Dieses Flüstern, ich höre es auch. Und dieser Hitz, die Schrift ist hier abgebrochen. Dana, wir sind hier. Solaris sagt es und ich spüre es ebenso wie er. Diese Insel ist ein Geschenk von Kor und wir werden hier bleiben, bis es soweit ist. Vertraue mir einfach. Du weißt, dass ich niemals zulassen würde, dass dir etwas zustößt. Okay, anscheinend hatte Rukas ja auch direkt eine Freundin gefunden. Ja, da geht's zum Gemeindehaus. Fratzen? Ich glaube, das da hinten soll eine Fratze darstellen. Also hier die dunklen Verfärbungen, das sind die Augen. Hier sehe ich eine Nase. Da unten ist der Mund. Ist ein bisschen schlecht zu sehen. Lederstreifen kann ich gebrauchen. Noch ein Brief. So. Da ist er. Schwester Kori, 23. der Ankunft, 8232 nach Sternenfall. Heute Morgen hatte die Redder einen Anfall. Mitten beim Gebet im Gemeindehaus begann sie zu brüllen und um sich zu schlagen und es brauchte drei von uns, um sie ruhig zu stellen. Selbst als es uns gelungen war, sie ruhig zu stellen, hörte sie nicht auf herumzuschreien. Irgendetwas von Leichenfratzen. Sie muss diese Gesichter gemeint haben, die sie in den Wänden sieht. Solaris ließ sie ins Gemeindehaus bringen und gab ihr einen Trank aus Dämmerblumensaft, um sie ruhig zu stellen. Tatsache war das Schlimmste aber nicht der Anfall. Es war die Gleichgültigkeit, mit der Solaris und die anderen Männer, nachdem sie die Räder in ihre Hütte gebracht hatten, weitermachten, so als wäre nichts gewesen. Für sie scheint es schrecklich einfach zu sein, ihren Zustand als Wahn abzutun. Ich kann das nicht. Und schlimmer noch, ich weiß, wovon sie spricht. Lange habe ich mir versucht einzureden, dass auch ich mir das nur einbilde, aber das tue ich nicht. Das Flüstern, es ist da und über all dem liegt wie ein Schleier diese Gewissheit, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich wie ein Kind, dessen Vater ihm eine lebensechte Wachsfigur schenkt und es davon zu überzeugen versucht, dass sie ihr Freund sei. Ganz gleich, wie kunstvoll sie angefertigt ist und wie makellos die Haut zu sein scheint, am Ende ist sie tot und war es von Anfang an. Na, mal keine Rat. Sehr schön. Okay, ich krieg also immer 50 EP, wenn ich eine dieser Masken berühre. Oh, cool. Irgendwas? Nein. Das ist auch so dunkel verfärbt. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier ein Gesicht zu sehen sein soll. Muss aber auch dazu sagen, in der Ich-Special Edition waren die viel besser zu sehen. Also man hat da wirklich Gesichter erkannt, aber es waren normale Gesichter, also nichts Gruseliges oder so. So, Brief der Kor. Der fünfte Brief da. Wieder findet ihr einen Schriftaustausch. Er erkennt die beiden Handschriften wieder. Es sind die von Rukas und Schwester Dana. Ich muss mit dir reden, Rukas. Was ist? Ich habe zu tun.
Rukas, ich kann nicht mehr. All das hier, es ist einfach zu viel. Es geht um Solaris, oder? Was er heute getan hat? Er hat sie geschlagen, verdammt nochmal. Er hat sie mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Sie hat es verdient. Was? Sie hat es verdient. Hast du mich nicht gehört, was sie tun wollte? Also, hast du nicht gehört, was sie tun wollte? Sie wollte uns verraten, Dana. Verraten! Das ist doch nicht wahr! Sie wollte gehen, weil es ihr schlecht geht. Und sie hat gesagt, dass sie wiederkommen würde. Was sie nicht vorhatte. Und selbst wenn, sie darf nicht gehen. Das hier, Dana, das ist unsere Heimat. Kor hat uns hierher geführt und die Insel zu verlassen bedeutet, auf seine Liebe zu spucken. Und überhaupt hat diese, das Wort will ich nicht aussprechen, sollte sich glücklich schätzen, dass Soliris es bei uns ein paar Schägen belassen hat. Wie kannst du sowas so schreiben? Was? Piep! Es ist ganz einfach, siehst du? Wir sollten es ihr auf die Stirn tätowieren. Vielleicht denkt sie dann das nächste Mal eine Armweit länger, bevor sie unseren Glauben derart mit Füßen tritt. Was ist? Hatte sie die Sprache verschlagen? Du machst mir Angst, Rukas. Tue ich? Vielleicht ist es besser so. Wir wollen ja nicht, dass du auf ähnlich dumme Gedanken wie Cory kommst. Diese Insel ist ein Geschenk, Dana. Kor hat uns hierher geführt, um ein Leben fern von den Fängen des Demiurgen führen zu können. Und jetzt befolge meinen Rat und halte Zukunft besser dein ketzerisches Maul. Ich will nicht zu ähnlichen Mitteln wie Soliris greifen müssen, aber glaub mir, ich tue es, wenn es notwendig ist. Ach du Scheiße. Ja, das war so eines der Wörter, wo ich mich wirklich weigere, die überhaupt auszusprechen, weil ich es so hässlich finde. Gibt nicht viele Wörter, bei denen das so ist, aber bei dem ist es auf jeden Fall. Also ich hätte da was gleich gesehen, aber doch nicht. Ist irgendwas in den Kisten drin? Auch nicht. Na, die ist leer. Sechster Brief der Chor. Da. Wieder findet ihr einen Schriftaustausch. Diesmal weisen die beiden Handschriften auf Schwester Dana und Schwester Cory hin. 21. der ersten Ernte, 8232 nach Sternfall. Das ist Wahnsinn, Cory. Das kannst du nicht machen. Doch, kann ich. Und du kommst mit. Was, wenn sie uns erwischen? Du weißt, was er dir letztes Mal angetan hat. Wenn sie uns erwischen, bringen sie uns um. Aber das würden sie ohnehin früher oder später tun. Was? Stell dich doch nicht dumm, verdammt nochmal. Ich weiß, dass du es genauso spürst wie Diretta und ich. Und wenn wir jetzt nicht handeln, sperren sie uns weg wie sie. Aber Rukas. Rukas ist nicht mehr Rukas. Und ich glaube nicht, dass du mich brauchst, um dir das zu sagen. Oder willst du mir ernsthaft erzählen, dass du einfach nur die Treppe runtergefallen bist? Lügen war noch nie deine Stärke, Dana. Eingetrocknete Tränen haben die zittrige Schrift auf Danas folgende Seiten verwaschen. Er, guter Mensch. Verdammt, das doch nicht einfach verlassen? Du verlässt ihn nicht. Er hat dich verlassen. Heute Nacht, eine Stunde nach dem Gemeindegebet. Rugers Augen sind schlechter als die eines altersschwachen Leos. Und er wird nichts mitbekommen. Wir nehmen eines der Boote. Ich glaube, wir werden seiner Mom keine tollen Nachrichten überbringen. Was zum Henker? Jemand hat die Hühner abgeschlachtet. Und dem Schwert nach zu urteilen, ein Mensch. Aber wieso? Kultistenschwert. Das ist gemein, Kultisten. Die Hühner haben doch nichts getan. Ah, da können wir nicht rein. Okay. Sind wir einmal mit dem Rundgang fertig. Ah, da war ja noch eine Tür. Da kommen wir auch nicht rein. Aber hier noch eine. Nein.
Oh, Schattenschabern, die nehme ich auf jeden Fall. Die sind zu wertvoll, um sie liegen zu lassen. Chrom der Bruderschaft? Nee. Wenn mich nicht wie die anziehen. Ja, aber... Der 7. Brief der Chor, damit haben wir alle gefunden. Bruder Soliris, 26. des goldenen Monds, 8233 nach Sternfall. Herr, die Sonne steht blutrot am Abendhimmel und die Wellen rauschen friedlich. Welch ein erhabener Anblick. Ein letztes Geschenk von dir, bevor wir endlich deine unendliche Liebe empfangen dürfen. Rukas ist heute aus Dünenheim zurückgekehrt und hat sowohl die Tränke als auch das, was wir für das große Mahl benötigen, mitgebracht. Die anderen bereiten seit gestern Abend das große Mahl vor. Wie es duftet. Ein wahrer Segen. Danach wird alles so geschehen, wie du es wünschst. Und ja, was letzte Woche passiert ist, erfüllt mich ebenso wie dich mit Trauer. Aber du hast es selbst gesagt, dein Weg ist der der Liebe und der des Demiurgen ist der des Hasses. Cory und Dana haben den des Demiurgen gewählt, weil ihr Glaube an dich zu schwach war. Sie haben den Preis dafür gezahlt. Wir hingegen, deine wahren Jünger, wissen um deine unendliche Barmherzigkeit, in der du uns hierher geführt hast. Wir sind deine Kinder und deine Liebe durchflutet uns von Kopf bis Fuß. Sie fließt durch unser Blut und schläft im Mark unserer Knochen. Der Tag des Aufstiegs ist gekommen. Immer diese Fanatiker. Okay, um in das Gemeindehaus zu gelangen, müssen wir die Worte von den toten Schwestern finden. Oben haben wir sie nicht gefunden, also suchen wir mal unten am Strand die Gegend ab. Für den Fall, dass noch Knochenreste hier sind, rüste ich mich mal lieber wieder aus. Naja, so sehen sie ja wirklich hübsch. Aber irgendwas scheint hier ja überhaupt nicht zu stimmen. Ich denke nicht, dass das hier normal ist. Das findet man eigentlich nicht so auf verlassenen Inseln. Das ist sicherlich Cory. Ja. Oh, scheiße. Dann sind wir auch noch so stark. So leid, ihr beiden. Kaum ist mir der Junge. Folgende Worte sind hineingeschossen worden: Im Kors Unendlicher. Bei Dana. Folgende Worte sind hineingeschossen worden: Liebe wollen wir erblühen. Jetzt können wir also zum Gemeindehaus wieder zurückgehen. Ja, wie viele große tote Flusskrabben. Also für eine Flusskrabbe ist ganz schön groß. Sehen wir.
sein, aber drei Geld drumherum. Das ist die stärkere Variante, Knochen zu zerfetzen. Nicht weglaufen, verdammt nochmal. Geht doch. Okay, dann haben wir auch alles unten erkundet. Dann schauen wir mal, was uns im Gemeindehaus erwartet. So, der Text da oben ist der gleiche und dann Inschrift der Medaillons aufsagen. Kos unendlicher Liebe wollen wir erblühen. Ratter. Wer noch einer? Hier ist noch einer. Türchen in der Küche. Da hinten wird mir also noch einer angezeigt. Lehrbuch. Zweihandkampf-Experte. Das ist cool. Habe ich eigentlich noch Punkte zu vergeben? Handwerkspunkte habe ich noch. Wie weit bin ich denn im Schlösserknacken? Vielleicht sollte ich da wieder Schlösserknacken-Bücher kaufen, damit ich schnell zur Experte komme. Zu einem Meister. Experte bin ich ja jetzt schon. Damit ich auch die Meisterschlösser knacken kann. Seltsamer Stein. Betrag zu viel zum Laufen. Ich glaube, ich habe Eisenerz mit eingesammelt. Das brauchen wir nicht. Fackel brauchen wir auch nicht. Lesen, bekritzelter Zettel. Freiheit wird aus Schmerz geboren. Steht es auf allen Zetteln drauf? Ja. Schwerrüstung, Experte, sehr gut. Seltsamer wasserfarbener Trank. Oh, das trage ich jetzt auch zu viel. Gibt's ja nicht. Wollen nicht. Ich speichere mal. Öffnen unterirdische Höhle. Oh, wir sind im Wasser. Was macht denn der Trank, den wir uns geholt haben? Wasseratmung für 500 Sekunden. Krass. Aber dann haben wir uns... haben wir genügend Zeit, uns hier unten mal umzusehen. Oh, da schwimmt jemand. Schwester Andrasta. Ist das vielleicht was wert für uns? Nein. Nein. Das sah fast aus wie eine Tür. Es ist schwierig, sich hier ein bisschen zurechtzufinden. Hier
das bin ich am Anfang, ja. Nach rechts, nach links ist auch noch ein Durchgang. Hallo Clavicus. Auch wenn du in diesem Spiel nicht Clavicus bist. Bisschen schade, dass man unter Wasser kein Licht anmachen kann. Bisschen Truhe. Nichts Wichtiges drin. Oh, versunkenes Schiff. Alte Vorratskiste. Zauberbuch Blizzard. Mystisch. Ein mächtiger Zauber des Elementarismus, der Zielen um euch herum hohen Frost- und Ausdauerschaden zufügt. Das ist cool, dass wir das jetzt gefunden haben. Es gibt nämlich so diese mystischen Zauberbücher, die man erst auf der Meisterstufe der jeweiligen Magie anwenden kann. Das wäre jetzt Elementarismus. Und die sind extrem stark, die Zauber. Deswegen sind die auch so extrem viel wert. Und die gibt es auch nur an bestimmten Orten, wo man die finden kann. Und einer der Orte ist halt hier. Der Zauber ist auch mächtig cool. Der Blizzard, den habe ich bisher einmal in einem Spielstand geschafft auszurüsten. Aber ein bisschen schwierig anzuwenden, weil der Gegner nicht zu nah an einen dran sein darf, aber auch nicht zu weit, weil wenn er zu nah an einen dran ist, dann kann es nämlich sein, dass er dich angreift und dann den Zauber unterbricht, und wenn man dann zu nicht nah genug an ihn dran ist, dann wird der Zauber nicht aktiviert. Wenn er aktiviert wird, dann sieht er richtig cool aus, auch wenn man dann erstmal nichts mehr sieht, weil überall nur noch Schnee ist. Naja, krass. Das sieht nicht nach einem friedvollen Gott aus. Das ist das erste Mal, wo ich das gesehen habe, stand die auch hier versteinert da und hab's mir erstmal angesehen und dachte so, ach du Schande, was? Wo sind wir hier gelandet? Mirella Götter drum wird Kunde vom Schicksal ihres Sohnes überbringen. Da ist Lukas. Ja, zur kurzen Erläuterung. Oder vielleicht könnt ihr euch das auch selber irgendwie schon denken, die haben sich alle selber geopfert, weil sie dachten, damit würden sie dem Gott da oben eine Freude machen. Alles nicht so schön. Ups, es tut mir leid, die Säge hätte nicht so drauflegen sollen, ja. Ach, Schande. Man. Es lohnt sich nicht, hier noch weiter rumzukrauchen. Hier gibt es einfach nicht mehr. Überbringen wir die schlechte Botschaft. Ah,
es ist Nacht. Nicht schön. Wie spät haben wir es? Oh, kurz nach Mitternacht. Wenn es nämlich Nacht ist, können wir nicht in den Laden rein. Madame? Aber wir haben ja jetzt mittlerweile unser eigenes Haus, wo wir schlafen können. Was auch ganz schön ist, da muss ich nicht immer Gold für die Schenke ausgeben. Willkommen in Eigenheim. Dann schaffen wir mal 8 Stunden. Ich hab schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt. Ach, ich werde das eigentlich nicht erzählen. Mann. Ja? Wart ihr schon auf der Insel? Ich kann es auch anlügen, so nein. Aber ich weiß, was passiert ist. Die Korsam weitergezogen. Resieren hat eine Vision und sie versuchen, das Rote Meer zu überqueren. Aber. Nee, Lügen ist falsch. Was gibt's? Schlechte Nachrichten. Rukas ist tot. Ja, und die anderen Kultisten. Ein versunkener Schrein? Ihr meint also, welche Macht auch immer in diesem Götzentempel gehaust hat, hat Rukas und die anderen dazu gebracht, sich zu... Ja, es tut mir leid. Oh, bei Malphas! Ich bin schuld. Ich habe versagt. Wenn ich nur mehr für ihn da gewesen wäre, öfters gebetet hätte, dann wäre er nie vom rechten Weg abgekommen. Das... Ich spüre es einfach. Hier. Nehmt diesen Schlüssel. Eröffnet ein Tresorfach in der Bank. Die Sachen dort, sie... Sie waren für Rukas gedacht. Jetzt geht bitte. Ich brauche Zeit für mich. Selbst wenn wir sie angelogen hätten, von wegen, sind weitergezogen, wäre sie trotzdem nicht glücklich gewesen. Also, ein bisschen Kopf wie gesprungen und, wenn sie weitergezogen hätten, dann hätte sie wahrscheinlich niemals aufgehört, nach ihm zu suchen. Dann hätte sie wahrscheinlich noch weiter Miran Werte anbezahlt, so, hey, flieg mal dahin oder flieg mal dahin oder flieg mal dahin und schau mal, ob es ihn noch gibt. Und dann weiß sie wenigstens die Wahrheit. Mhm. Was in der Bank Fach ist. Diesmal habe ich mir die Nummer aber bemerkt. Das ist also 111. Oh. Anscheinend habe ich mir nicht die Nummer gemerkt. Ja, ist ja gut. Malphas zum Gruß. Auch nicht, also ganz oben. Ah. Oh, Buch 9. Das kann ich auch alles mitnehmen. Mit einem Geheimfach auch nicht schlecht. Ja. Das war dann wohl mal die Mission. Nicht sehr schön. Ach man, wir sind jetzt so mega langsam. Das ist eigentlich ein ganz guter Cut, um die Folge zu beenden. In der nächsten Folge werden wir
diesmal keine Mission machen. Ich habe vor, wieder eine kleine Erkundungstour zu machen. Diesmal die Bauernküste. Ich werde dann wahrscheinlich noch außerhalb des Aufnehmens erstmal alle Sachen verkaufen. Dann wird ich ein bisschen leichter, wenn das ist ja nicht so sehenswert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zur nächsten Erkundungstour. Bis dahin. Tschüss. Bockock!